Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Ui, eine Armbanduhr. Jawohl. Sehr schön. Ach. Eine etwas robuste Armbanduhr. Ich nehme an, dass sie so in der Mitte des vorigen Jahrhunderts gemacht wurde. Ansonsten sage ich lieber nichts darüber. Ja, vielen Dank. Woher stammen Sie? Ich habe die mal am Flohmarkt gefunden, die Uhren. Ich sammle eigentlich Taschenuhren und die ist mir dann mal zwischen die Finger gekommen. Habe eigentlich gedacht, das ist eine Fliegeruhr, aber aufgrund dessen, dass die Drehlünette fehlt, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich vermute, es ist eine Dr. Kurz-Uhr. Also es ist so, was haben Sie gezahlt für die Uhr, wenn ich fragen darf? Weil Sie sagen Flohmarkt. Nicht mehr wie 50 Euro. Es kommt jetzt darauf an, was für ein Uhrwerk drin ist. Also das ist eine ganz eindeutige Fliegerchronograph. Ja. Im Weltkrieg wurde solche Uhren gebaut für die Flieger. Die hatten natürlich dadurch, dass die ganz bestimmte Bedingungen erfüllen mussten, also gut ablesbares Zifferblatt, also Leuchtfarben drauf und eben eine Stoppuhrfunktion, sind die alle im Design alle sehr, sehr ähnlich. Ja. Es gibt so Sachen, wo man jetzt sagt, wo man sagt, okay, man kann da einen Rückschluss draus ziehen, gleich vom Hersteller. Das ist einmal hier bei der Chronographendrücker, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass der einen unterschiedlichen Abstand zur Krone hat. Und das ist natürlich durch die Bauweise bestimmt vom Werk. Und das lässt mich jetzt darauf schließen, dass das eigentlich eine Hanhard oder eine Tutima-Uhr ist. Also keine Europa. Ja, das sehen wir jetzt Tutima gleich. Ja. Weil Tutima hat ja nicht unbedingt eigene Sachen. Also haben ja auch eigene andere Werke verwendet. Und jetzt schaue ich mal hinten rein, was für ein Uhrwerk drin ist. Jetzt gehen wir am besten, ja genau, gehen wir so rum. Ja. Und wenn wir jetzt hinten reinschauen, das Schöne bei dem Chronographen ist wirklich, wir können wirklich anhand der Form von diversen Brücken und Hebeln genau bestimmen, wer der Hersteller war, weil da jeder seine eigene Designlinie hatte. Von der Funktion war sie alle gleich. Wir haben eine Unruhe, wir haben ein Federhaus, wir haben im Zentrum eben das Chronozentrumsrad. Aber diese Form der Brücken, die sind immer sehr eindeutig. Und dieses Uhrwerk scheint also ein Urofa-Werk zu sein, ein Uhren-Rohwerke-Fabrik-Glashütte. Und das ist Tutima, die verbaut haben. Die haben diese Uhren ab 1941 gebaut. Es sind zuverlässige Fliegeruhren und die ist also bis auf das eben, wie Sie sagen, dass diese Lünette fehlt. Ich drehe sie jetzt gerade mal um, damit man auch sieht, was wir meinen. Die hat nämlich eine richtige Fliegeruhr, hat nämlich hier außenrum noch einmal eine Lünette mit meistens noch einem farbigen Punkt, um eine Skalierung einzuteilen. Ja. Also eine sehr schöne Uhr, ist eigentlich auch noch in einem sehr guten Originalzustand sicher gebraucht. Also man sollte auch an der vom Gehäuse und so nichts verändern. Also kommen Sie nicht auf die Idee und fangen an, da irgendwelche Sachen neu zu verchromen oder sowas oder die neuer zu machen. Die ist als Sammleruhr nur so wirklich was wert, wie sie jetzt ist. Ja, also Werküberholung natürlich immer mal wieder machen, dass gut funktioniert. Vom Wert her glaube ich durchaus, dass man so, wie die jetzt ist, ja, vielleicht durchaus auch so seine 2000 Euro erzielen könnte. Mhm. Ja. Wenn er vollständig ist, vielleicht sogar mehr. Haben sich die 50 Also Mark so gesehen haben gelohnt. Sich diese 50 Mark sehr, sehr gut gelohnt. Es ist also ein sehr schönes Stück Industriegeschichte. Ja. Und toller Zeitmesser. Vielleicht investieren Sie ein bisschen was mit einem neuen Band und so, dann haben Sie wirklich eine tolle Uhr. Mhm. Ja. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.